Gut, wir sind gerade dabei zu überlegen, Energieumwandlung. Also, Energieumwandlung. Wir werden folgenden Versuch machen, und zwar, wir werden Geschwindigkeiten messen. Geschwindigkeiten messen wir mit dem Schullineal und mit dem Handy. Wie das geht, ist in einem anderen Video schon beschrieben, aber jeder weiß das, dass so ein Schullineal so rot-weiße Abschnitte hat und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind in einer guten Lage, weil ja dann Zentimetermarken hier drauf sind, Zentimeter genau und mit ganz feiner Auflösung von der Handykamera, hier irgendwelche Bewegungsvorgänge von Kugeln, von irgendwelchen Gegenständen zu messen. Und zwar, nehmen wir mal an, ein Handy nimmt auf mit 30 Bildern pro Sekunde. Frames per Second ist das. Und wir haben das erste Bild, da haben wir die Kugel an der Stelle. Und beim nächsten Bild haben wir es an der Stelle. Machen wir es mal ganz rund, dann wäre die Kugel hier. Also von Bild zu Bild ganz langsam. Dann hätten wir hier 10 Zentimeter. Ne? Das wären 10 Zentimeter. Wenn das aber 30 Bilder pro Sekunde sind und wir die Geschwindigkeit ausrechnen wollen, müssen wir sagen, okay, 10 Zentimeter geteilt durch. Und jetzt, wie viel Zeit ist vergangen von einem Bild zum anderen? Eine Dreißigstel Sekunde. Eine Dreißigstel Sekunde. Jetzt haben wir hier einen Doppelbruch, das ist ja widerlich. Macht aber nichts. Wir wollen Meter pro Sekunde rausbekommen, also ist es nicht schlimm. Schreiben wir erstmal hier, 10 cm ist 0,1 Meter, einverstanden? Ist nicht schwer. 0,1 Meter. Und jetzt durch 1 und nochmal durch. Durch ist mal. Das heißt, ich kann hier die 30 hier oben hinschreiben. Die Sekunde bleibt ganz normal hier stehen. Die 1, die kann ich mir schenken. 0,1 mal 30 ist. Logischerweise. Und die Einheit ist fertig geliefert, Meter pro Sekunde. Wenn das so wäre. Unsere Aufgabe ist also hinterher erstmal die Bewegungsvorgänge mit dem Handy aufzunehmen und dann Bild für Bild für Bild auszuwerten und zu sagen, von hier bis hier oder wie weit auch die Kugel gekommen ist oder der Gegenstand oder die Schaukel. Wir können also die Geschwindigkeit direkt dann hinterher auswerten. Kein Problem. Oder? Ein Dreißigstel. Dann gibt es welche mit angeblicher Slow Motion. Ich sage angeblich deswegen, weil die angeblich 120 Bilder pro Sekunde aufnimmt. Wird nicht gehen, kommen wir aber drauf. Das ist eine typische Auflösung für, ich meine jetzt nicht die physische Auflösung in Bildpunkte, sondern für die zeitliche Auflösung für Handykameras. 30 Frames per Second, sagt man dazu. Frames, Bilder per pro Second, Sekunde. Gut. Das ist die eine Geschichte. Das heißt, wir werden also Geschwindigkeiten auf diese Art und Weise messen. Aber uns geht es ja um Energieumwandlung. Und zwar wollen wir potenzielle in kinetische Energie umwandeln. Und dazu müssen wir uns was überlegen. Und zwar, wir müssen uns was überlegen. Die potenzielle Energie, die Lageenergie, das heißt also, wenn ein Gegenstand in Ruhe irgendwie liegt, dann kann er ja runterfallen zum Beispiel und seine potenzielle in kinetische Energie umwandeln. Die wird er komplett in kinetische Energie umgewandelt haben, bei folgendem Versuch. Wir gehen auf eine Kinderrutsche, da messen wir Geschwindigkeiten, wieder wie eben beschrieben mit Handy. Ich deute die Kugel mal rot an. Und zwar werden wir folgendes machen. Wir werden hier die Kugel hochschicken und werden sehen, wie weit sie rollt. Und dann kontrollieren, wir messen hier die Geschwindigkeit. Und wenn die Kugel hier oben umgekehrt ist, wird sie ja hier wieder runtergerollt kommen und mit dieser Geschwindigkeit V2 hier wieder angekommen sein. Was ist zu vermuten? Wie hoch ist V1 und wie hoch ist V2? Oder kann man da überhaupt was zu sagen? Die Kugel hat hier oben, wenn wir sie hochrollen lassen haben, eine gewisse potenzielle Energie. Diese wird sie aber wieder umwandeln, wenn sie wieder runterkommt, in kinetische Energie. Und wenn das stimmt hier, dann müsste was sein. Ganz genau, richtig. Dann muss V1 gleich V2 sein. So schnell, wie ich sie hochschicke, so schnell muss sie wieder hier unten in entgegengesetzter Richtung wieder ankommen. Und das wollen wir nachweisen und dann haben wir schon mal einen richtigen Schritt gemacht. Die potenzielle Energie, wenn man in Tafelwerken oder irgendwelchen Formelsammlungen nachguckt, ergibt sich
aus W, beziehungsweise ich schreibe mal doch lieber E, das ist E potenziell, ist gleich M, Masse, mal Erdbeschleunigung, mal Höhe. Das sei die Höhe, die Höhendifferenz. Wenn wir das hinkriegen, das auszumessen, dann würden wir das rausbekommen. Das bloß nebenbei. Genauso die kinetische Energie, wenn wir wieder irgendwo nachgucken, kinetisch, ist 1/2 Masse mal Geschwindigkeit zum Quadrat. Wir werden ein paar Werte notieren und dann das alles ausprobieren, aber jetzt machen wir uns erstmal fertig und begeben uns dahin.